So, darf ich um Ruhe bitten? Dankeschön. Ja, guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen ersten Playoff-Viertelfinalspiel in der Oberliga zwischen den Schweizer Löwen und den Löwen aus Frankfurt. Ein bisschen mehr als 2300 Zuschauer waren in der Halle. 2-6 war das Endergebnis. Ich begrüße unsere Gäste aus Frankfurt und ich begrüße vor allen Dingen die beiden Trainer hier bei mir. Zu meiner Rechten Martin Niederig von den Löwen Frankfurt und den Volker Funk von unseren Löwen. Herr Martin, der Gast hat das erste Wort. Deine Meinung zum heutigen Spiel, bitte. Dankeschön. Meine Meinung ist war nicht 6-2. Unser Torwart, der Ergebnis war 6-2, aber ich glaube, das Spiel war viel enger, als was das Ergebnis war. Unser Torwart, dieser Sturm, was der Torzeit gemacht in der ersten Drittel, wir haben das durch unsere Torwartleistung überlebt, sage ich mal. Und dann, wir haben unsere Chancen gut ausgenutzt. Aber das ist ganz ehrlich, der Talent, dass die kommen von dieser Stadt, das ist etwas zum Sehen. Du siehst, der Spieler hat viele gute Fähigkeiten. Und der erste Drittel, das war, dass wir haben das überlebt, das war sehr wichtig für uns. Aber trotzdem mit 6-2, wir sind zufrieden. Es ist ein schweres Stadion, auswärts zum Gewinnen. Und wir sind glücklich, wir haben dieses erste Spiel gewonnen. Aber das geht weiter, es war nur ein Spiel. Und ich warte, dass Sonntag bei Tots will nochmal hart kommen. Aber ja, ich habe gesagt, wir sind froh, dass wir haben gewonnen. Okay, vielen Dank. Herr Flocko, dann bitte deine Meinung. Ja, servus. Also ganz einfach gesagt, zu viel Fehler gemacht, zu wenig Tore geschossen. Wir haben zu viele Scheiben durch die Mitte gesprüht oder versucht zu sprühen, da hat es das ein oder andere Mal dann hinten eingeschlagen. Das ist ziemlich dumm, wenn man das macht. Ich weiß nicht, wir wissen das normal. Und wir haben gehört, um gegen ja denen eine Chance zu haben, dass man es schlagen. Es muss ein bisschen laufen, wir müssen in Führung gehen. Und wir müssen vielleicht nur einen Tick härter spielen, weil das haben wir auch nicht gemacht. Aber die haben dann ganz verdient gewonnen, weil die haben die erste Chance, was gekriegt haben sie uns nicht gehauen und dann 2-0. Wir haben es dann nochmal probiert im zweiten Drittel und mit dem 3-0, 4-0, da war es vorbei. Und jetzt fahren wir auf Frankfurt und schauen, was besser geht. Danke. Ja, danke, Flocko. Dann gehen wir zu den Fragen der Presse. Olli? Was mich ein bisschen gewundert hat, war, dass die Mannschaft, also zumindest sagen wir mal, die Stärken der Frankfurt mal gekannt. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, man muss physisch da stark sein, läuferisch stark, aber die Mannschaft war auch im zweiten Drittel meines Erachtens läuferisch nicht mehr überlegen, eher im Gegenteil haben da die Spiele aus Freiburg die Serie ein bisschen gezehrt. Da gibt es keine Entschuldigung. Da haben wir Siegmeier im zweiten Drittel raus, das hat es dann am Ende nochmal probiert, ist dann aber weggeblieben. Was haben wir da genau, auch im Hinblick auf Sonntag? Absolut selber schuld, weil hat er lässig einen Zweikampf gekriegt und hat die Dosen noch gehört. Gibt es weitere Fragen? Sie hatten im Vorfeld gesagt, dass Sie sich keine Videos angucken von Frankfurt. War das jetzt nur ein bisschen Bluff oder haben Sie es wirklich nicht gemacht? Ich habe keins angeguckt, weil es bringt absolut wenig, wenn da an dem Spiel ein zufälliger Video sieht, zwei, drei fehlen oder die spüren an dem Tag schlecht oder irgendwas. Da ist man lieber eine Meinung von jemandem, der die öfter sieht und dem ich dann vertraue, dass der sich ein bisschen auskennt, wie dass ich ein Spiel sehe. Also wenn die von uns ein Video gekriegt hätten, zum Beispiel beim ersten Heimspiel gegen Freiburg, wo wir 3-1 verloren haben, oder jetzt beim letzten, wo wir am ersten Drittel 6-0 geführt haben, das sind halt so eine Unterschiede. Das Video bringt dir gar nichts, wenn du das nicht genau weißt, was im Spiel los war. Und deswegen schreibe ich mir da gar keinen so. Gibt es noch weitere Fragen? Von irgendeiner Seite. Dem ist nicht so. Ja, es ist schon angesprochen worden. Am Sonntag geht es weiter. In der Serie führen deine Löwen 1-0. Schauen wir, wie es gegen die hessischen Löwen führen, die bayerischen Löwen 1-0.
Am Sonntag ist das zweite Spiel in Frankfurt. Das dritte ist dann am kommenden Dienstag wieder hier bei uns in der Halle. Schauen wir, wie es dann steht. Ja, ich wünsche euch eine gute Heimfahrt nach Frankfurt. Wir sehen uns am Dienstag wieder hier bei uns. Euch allen wünsche ich ein schönes Wochenende. Wer nach Frankfurt fährt, viel Spaß und hoffentlich Erfolg. Und ansonsten spätestens bis kommenden Dienstag. Schönes Wochenende, gute Nacht. Servus, bei euch.